Cool, jetzt habe ich den ihre Reifen zerlegt. Was? Oh, hier sind auch Reifen kaputt, okay. So, jetzt kann ich die im Vorbeigehen mal drauf schießen. Ah, ich sollte mit dem Kram aufhören. Das kostet nur Leuten das Leben. Das ist ein bisschen doof. Obwohl, auf dem Schrottplatz werden die wohl nur eine recht geringe Chance haben. Wenn ich nicht gerade gegen einen Pfosten... Jetzt kommt einer und rammt mich. Das Gute ist, sie konzentrieren sich immer noch auf mich. Deswegen... Was noch viel praktischer ist, wenn ich das Ding hier querstelle als Barrikade. Ach so. Was zum Teufel war das? Irgendwas ist auf jeden Fall in die Luft geflogen. Ach so. Hier darf die Kacke. Schickt eine Verstärkung. Darf ich jetzt? An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Schön, dich zu sehen. Komm rein. Viel Spaß an alle mit Einheiten. Anteil. Verfolgung beendet. Ist ja alles schön Suche und gut, wie du die Stadt und Streifendienst wieder aufnehmen. Aber ich bin jetzt schon zweimal nach Hause getrabt. Verfolgung mit nichts aus meinem Pimmel. Suche abbrechen. Sollte nicht und wieder vorkommen. Wieder aufnehmen. Reg dich nicht auf. Du bekommst ja das nächste Viertel. Wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn man zum Beispiel nur auf einer Seite das... Aber... Naja. Guck mal, Junge, ihr habt ein paar... Hier kommt die richtige Polizei. Oh. Okay. Gut. Nehmen wir mal einen Sportwagen. Sind dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Oh ja, noch ein Sportteam. Ich brauche Nachschub in Portwinder. Das Geld kann ich auch. Klar, doch, Chef. Bin schon unterwegs. Ich weiß, dass du schätzt. Sieh, du warst mal gut kaufen kannst. Sekunde. Willst du was einzahlen, Darling? Okay, zeig, was du auf Lager hast. So. Waffenverbesserung. Na, automatische Waffen. Gut. Sion wäre noch voll. Was habe ich noch? Pistolen. Gut. Ich glaube, das war's erstmal. Guck mich an, wenn du mich brauchst. Lady? Pass gut drauf auf. Bonsoir, Chef. Ah, ja. Ich hab's ausgegeben. Gut. Ist die Frage? Kickback wurde eingesammelt. So, und jetzt mach ich das weichgespülte Gedudel aus. Das erstmal nervt es und zweitens gemacht muss. Dann gibt es dann wieder Probleme mit YouTube und. Das muss ja dann nicht sein, oder? Ah, jetzt bin ich auf der Rückseite. Ich hab vergessen, wie spritzig der Sportwagen ist. Im Vergleich zum. Na, falsche Taste. So, wollen wir doch mal sehen. Guck doch mal einer an. Wir haben bei den Auspuffrohren vierfach zur Double Pipe.
Machen wir das doch mal so. Dann Spoiler. Oh mein Gott. Der ist cool, aber... Der wird natürlich nichts bringen. Wo ist denn? Da. Müsste doch als neu markiert sein, oder? Okay. Mit der großen Hutze vorne drauf. Oh, Big America. Dürfte ich unter den Hillbillys eigentlich gar nicht mehr auffallen. Wo ist denn? Räder? Zubehör. Oh shit. Moment. Wo war? Bodykit? Toren. Ah! Schleife. Sperrt. 8-0. Der wäre natürlich cool, aber nehmen wir mal den ganz breiten. Sieht jetzt auch schon ganz anders weg. Das stimmt tatsächlich. Jetzt haben wir nur hinten diese hässlichen Löcher vom eigentlichen Auspuff. Nicht schlecht. Ja, Frisco Fields war ja das Ziel. Was da genau erwartet. Ich meine, ein paar Jungs zusammen trommeln. Ich nehme doch mal an, dass es dann gut war, dass ich mir noch die Munition zugelegt habe. Von daher. Ja. Die Munition ist, denke ich, mal gut gewesen. Ich habe jetzt nicht unbedingt die optimalen Waffen für den Anfang. Eine leise Pistole wäre vielleicht tatsächlich nicht schlecht gewesen. Also ich glaube, ich könnte mich an den als Rennwagen gewöhnen. Was voraussehen könnte, wäre es einfacher. War man ja auch schon. Ach, das waren ja diese. Geldhütte. Gut, da geht der Weg weiter lang. Ich will schon. Ich dachte, ich würde oben auf dem Felsen langlaufen, aber normalerweise ja dann nicht. Okay. Alter, bergauf auf dem Mann. Dreck gibt hier überhaupt kein Gas mehr. Das ist tatsächlich so. Ich werde wohl erstmal ein bisschen was leise versuchen. Damit das einfach. Hast du gesehen, wie sie angerauscht gekommen sind? So aufgedonnert mit ihren edlen weißen Roben? Mein Dad hat immer gesagt, das Einzige, was noch schlimmer wäre als ein Nigger, ist ein reicher weißer Mann mit Größenwahn.
Dein Dad war ein Leiser. Ja, hat er aber sowas von recht. Komm, Anna, dreh dich um. Komm schon, dreh dich um. Na, oder juckt dich an. Finn. Ich glaube, er ist in meiner Nähe. Ah, verflucht. Schönerweise muss man vorher seine Waffen abgeben. Ach, stimmt ja, das ist der Aussichtspunkt. Also gar nicht so tricky, außer dass die von oben auf mich runterschießen können. So viele geht wahrscheinlich gar nicht hier zu haben. Oder vielleicht doch. Sie haben mich gesehen. Oh, Scheibenkleister. Nein, falsch. Puh, also das hier haben wir nicht schief. Der Suche. Ach ja, hätte ich jetzt ein Gewehr. Tja, hätte ich jetzt ein Gewehr. Stell ich an dieselbe Stelle. Ah, hey. Komm her. Oh, Deckung! Verdammt! Er hat mich erwischt! Schade, umgelegt habe ich ihn nicht damit. Warten, bis das Leben, ja, ist schon wieder da. Schicke Karre, bestimmt teuer. Da ist unser Problem. Die Ratte hat sich auf dem Staubbein. Kann er nicht sein. Schwärmt aus, findet ihn. Dieser Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. Wer ist, wenn er tatsächlich mal ausschwärmt? Hochgelaufen. Ah, er müsste da oben sein. Ich hole ihn zurück. Alle meine Deckung! Gut. Das hat's dann erledigt. Unvorsichtig. Genauso unvorsichtig wie ich manchmal. Wenn es um sowas geht. Standst mir nirgendwo irgendwas hin. Haben wir irgendwo noch eine davon? Gerade nicht. Sollte aber reichen. 6 Schuss. Oh, ich weiß wohl noch, welche sind. Unten sind noch welche. Aber nehmen wir es mal. Machen wir es mal so. Da kann ja nochmal auch nochmal sicher gehen. Nicht, dass er so tut, als ob. Von daher. Dem habe ich mal noch zum Nachladen.
Was ist das denn überhaupt? Ja. Ah, ich wusste doch, dass hier noch was liegt. Und da haben wir sogar noch Munition für meinen MG. Oh, was ist das denn? Ist das, das ist eine Luperta. Müsste es sein. Armwood, okay. Auch nett. So. Und jetzt, Nigger. Was jetzt? Wir spielen dein Spiel. Es herrscht Entsetzen hier in Frisco Fields. Einer der prominentesten Männer des Viertels, Remy Duval, wurde brutal ermordet. Augenzeugen berichten, dass er an ein Kreuz gebunden und dann verbrannt wurde. Hören wir, was die Polizei sagt. Chief Wilson, können Sie schon etwas sagen? Das waren die verdammten Neger. Man sollte sie alle zusammentreiben und erschießen. Das sind harsche Worte, Chief. Verdammt, was muss denn noch alles passieren, bis ihr es endlich versteht? Was hier abläuft, ist ein verdammter Krieg! Könnte man so sagen. Erledige Olivia Marcano. Treffe ich mit Donovan. Okay. Pass auf! Also das ist ja wohl das Letzte. Wo ist mein Wagen? Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon. Kommt er schon. Mal warm laufen. Gut, wenigstens bin ich nicht so weit weg. Von meinem Ziel. Ja, komm, steig aus. Und genau pünktlich. Ich weiß das zu schätzen. So. Ich weiß, dass ich jetzt mit Randy. Ob man den auch auftunen kann. Oh, ich will den tunen. Muss ich Ihnen mitteilen, dass Mr. Duval, der Moderator dieser Sendung, verstorben ist. So, mir egal. Auch wenn es jetzt im Moment dauert, ich würde den, wenn es funktioniert, tatsächlich gerne mal tunen. Ich meine, ich kann ja die aus dem Lieferservice tunen, ne? Bin ich mal gespannt, ob er hier irgendwie was hinkriegt. Und voll daneben. Ah, aber der war gepanzert, ne? Genau, da unten war noch. Ungestraft einen weißen christlichen Mitbürger ermorden. Ja. Bürger, dessen Wurzeln bis zur Gründung dieser Stadt zurückgehen. Hier, komm. Halt meine Klappe, ja? Was brauche ich nicht? Hassreden von einem Polizisten gegen Schwarze. Okay, ich steig aus und ich habe. Nein. Molotow-Cocktail, das sollte reichen. Wenn es nur drei sind, dann ist der eine Kollateralschaden. So. Gut. Hat man das erledigt? Alles mal erledigt. Ups. Leicht angeeckt. Jetzt war ich natürlich auf der falschen Seite. Ich muss mal. Nein. Was soll's? Der Shit ist gepanzert. Das funktioniert. Oh. Ich wollte mit dem ja eigentlich nie. Ich bin in Point Verdun. Brauche einen neuen Wagen.